Das kann ich jetzt einfach wieder. Guck mal hier. Zerhau mal ich jetzt den. So ja, zerhau mal den darunter. Wo, was? Ich habe ja Holz. Das ach so, ja, du baust den dann direkt hin, ne? Ja. Dann fällt wenigstens nicht so viel Wasser. Aber das ist auch gut, nicht so wie bei Minecraft. Dass das Wasser ein bisschen braucht, da fließt sofort was runter. Guck mal, jetzt mache ich einfach so. So, 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 so. So, so, so. Ja, ich glaub's dir ja, dass du so, so, so machst. Hast du da wieder. Ah, egal. Was? Egal. Guck mal, das ist die Logik von Terraria. Ich krieg nicht mehr so viel Wasser hier raus, wie runtergelaufen ist. Ja, weil. Da müsste genau eins fehlen, oder? Nee, hä? Da ist aber noch genau eins. Eins ist noch. Nein. Wieso machst du das zu? Da kommt ja sowieso Dreck hin. Stimmt. Ich hab nur einen Dreck. Boah, aber dann nerven die Kaninchen. Wieso? Die sind gleich weg. Ja. Pass mal auf, wie schnell die gleich weg sind. Ach, scheiße. Das mach. Warte. Bau mal. Wir brauchen Dreck. Ich hol mir jetzt von da oben Dreck. Jo. Ich geh. Nicht wundern, was ich jetzt mach. Es wundert mich, was machst du da? Ich lass die Kaninchen ins Freie. Die brauchen keine Freiheit. Verdammt. Jetzt hast du dir selbst ein Gefängnis gemacht. Ja, Mann. Wir zerstören die natürliche Umgebung hier, ne? Das ist mir egal. Scheiß auf die Natur. Hey, du hast da wieder so einen Scheckel. Hab ich aber schon. Ich hab mal, auch halt einen. Mir die Viecher vom Leib! Dran. Yay! Auf in den Kampf! Oh, ich wollte gerade den Bogen benutzen. Reiß mal hier schon mal die Wände ab. Guck mal, ich kann's dir eben zeigen, was ich bekommen habe. Was in der Wand das war drin. Ich kann nichts aufnehmen. Inventar ist voll. Ja, aber guckst du dir mal an. Also, und das, was bringt das war drin. Da steht 10% increased melee speed. Also, irgendwie höchstwahrscheinlich, dass ich schneller mit dem Schwert schau. Hau du mal mit deinem Goldschwert. Nee. Doch, klar, guck doch mal. Naja, wohin. Lol, wenn du schlägst, schlag ich schneller. Ach, egal. Ach, wieso habe ich eigentlich Silber gesammelt? Wir haben ja noch Silber. Das heißt, mir fehlen noch 6 Dschungelrosen. Wir haben 57 Silberbarren. Wieso hast du die eigentlich bei dir? Wir haben, willst du da eigentlich den neuen Hook? Weil ich habe 2 dieser Sachen. Ach, da fehlen uns ja auch Dschungelrosen noch für Fu. Fail. Auf jeden Fall, was brauchen wir? Wir brauchen 2-mal das hier. Und eine Wasserkerze. Und das hier. Und wo sind die? Da sind sie. Guck mal, da ist ein Stein. Warte. Das ist aber eine Koralle. Hä, wo ist was? Links neben der Koralle. Da wo, genau unter mir. Das ist eine Koralle, aber das ist ein Stein. Das sieht beides aus wie ein Stein. Das ist so beides dasselbe, oder nicht? Nee, bei mir sieht eins aus wie eine Koralle und das andere wie ein Stein. Ja, egal. Hier kommt der hin, oder? Hier kommt die.
Eben gucken. So. Kannst du mal bitte hier die Wände abreißen? Wäre das okay? Ja, ich habe das Aquarium zu Ende gemacht. Wieso? Wieso musst du die Wände da weg haben? Weil das hässlich aussieht. Nee, aber ich meine, wieso hast du das abgerissen? Ja, weil ich Dreck brauchte. Du weißt schon. Und weil ich das da schöner machen wollte. Aha. Weil ich, damit man da mehr so ein bisschen so in die Weite geht, weißt du? Was weiß ich? Du weißt schon, dass wir noch Dreck haben. Ja, ja. Aber ich hatte keine Lust, jetzt nach unten zu laufen. Und außerdem wollte ich ja sowieso was niedriger haben. Weil guck mal, jetzt sieht das doch viel besser aus, wenn das so ein bisschen niedriger ist. Dann haben wir nämlich hier diesen langen Gang. Der eigentlich total sinnlos jetzt ist, der lange Gang hier. Der eigentlich auch hier hinten enden könnte. Sollen wir den hier hinten enden lassen schon? Warte. Mach ich einfach. Gang? Du siehst gleich, was ich meine. Und dann wirst du auch sagen, ja, das ist so besser. Da habe ich eine vergessen. So. Oh ja, kannst du machen. Da musst du aber das noch mit Dreck auffüllen. Ich bin doch nicht doof, Pat. Aber wie das aussieht. Da unten. Was? Ich muss die Fackel erstmal wegmachen. Die da drinne ist, ne? Ja, damit das noch ganz nach rechts wächst. Ich wollte nämlich schon sagen, die sah nämlich ziemlich hässlich aus. Ich hatte gedacht, das hatte irgendeinen Sinn, aber hatte es nicht. Also da soll eh keine Fackel rein, oder? Jetzt können wir nämlich, jetzt schließt das Hotel nämlich auf der Seite ja auch perfekt ab. Nach oben hin. So, ich baue schon mal weiter die Etagen hier, ne? Mhm. Aber ich mag das. Unser Hotel. Mhm. Genau, da waren... Nein, Moment. Ich brauche ein paar. Ich nehme ja mal 9 Stück mit. Aber da ist ein Häschen drin. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Oh. So. Töte den Hasen. Passt doch optimal. Jetzt haben wir hier auch einen kleinen Garten. Wir brauchen nur noch ganz viele von diesen Candles. Kann man davon welche craften? Die da überall auf den Tischen stehen. Guck mal rechts. Da stehen überall welche auf den Tischen. Ja, das sind ja, da braucht man Gold für. Echt? Ah ja, ich habe das Gold abgebaut, ja. Dann craften wir. Dafür brauchen wir nämlich noch 8 Stück brauchen wir davon noch. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Nee, 8. Weil dann... Oh, wir haben 14 Gold. Müssten eigentlich 14 Fackeln sein. 14 Kerzen. Ich weiß, wo man sie macht. Ich verwerte mal das komplette komplette Spinnweben. Nachher so, ist eh so, da braucht man so irgendwie. Nachher braucht man irgendwie 100 Spinnweben für irgendwas Episches. Weißt du? Und wir haben das immer nur für Silk benutzt. Nö. Wie macht man nochmal solche Dinger? Dinger. Also, ja, solche Kerzen. Woher soll ich das wissen? Ja, du hast die letztens gemacht. Ich habe einfach nur irgendwelche Sachen gehabt, so Gold und Fackeln und so ein Zeug und habe die dann gemacht. Mach doch nicht die Türen zu! Ich muss da überall wieder rein und ich habe keinen Bock, die mal wieder aufmachen zu müssen. Auf jeden Fall brauchen wir auch noch 8 Öfen, oder? Ja. Nein, 7. Wir brauchen 8 Candles, weil in dem rechten obersten Raum Bücher auf den Dingen stehen. Buch. Deswegen brauchen wir da 8. Von. Aber hier von den Öfen brauchen wir nur 7. Und über dem Bett bauen wir dann später noch so ein kleines Bücherregal. Wenn das denn gut aussieht mit dem Glas, was ich jetzt auf der linken Seite total vergessen habe reinzubauen. Ist ja auch egal, kann ich noch nachmachen. Wie macht man... Ach, puh, wieso habe ich... Silber... Oh, ich pack mal das ganze Geld in den... Kann man auch silberne von diesen Dinger machen?
Wie silberne. Silberne Kerzen? Nee. Das könnten nicht. Wir rechts die Gold Area und links die Silber Area machen. So VIP. Genau. So rechts die ganzen VIPs. Ja, aber ich weiß nicht, wie man die craftet. Ich glaube, die macht man am Amboss. Ah, nee, die craftet man einfach normal. Ja? Nee. Probier's mal, du müsstest Silber haben, soweit ich weiß. Ganz viel. Und probier's einfach mit Fackeln. Mit Fackeln. Ach ja, wir haben wieder Dämonitohren, habe ich wieder eingefunden. Einen? Also, ja. Immerhin. Zwei Dämonitbahn. Und Moment. Ein Ohr. Silberkronleuchter, ne? Nicht Kronleuchter. Nee, gibt's nicht. Ja, wir haben schon. Doch, reicht doch hier. Wir haben jetzt 16. Nee, gleich haben wir 17 Dämonitbahn. Müsste man eigentlich, ich glaube, eine ist 4. Ja. Ja, ich habe 6 gefunden, 2 hatten wir noch. Oh, ich bin auch schlau. Weißt du, ich nehme mir. Ich tu. Ach nee, ich habe den ganzen Sand mitgenommen. Gut. Also, wie viel braucht man? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich. 8 Kerzen. Yay. Gut, und wir brauchen ganz viele Tische und sowas. Ja, das kannst du alles machen. Ja. Erstmal muss ich ganz viel Glas machen. So, das reicht. Und guck mal, wie sie alle stumpf vor ihrem Bett sind, sogar geil. Ist doch geil, oder? Ich finde das geil, ja. Ohne Witz. Das hat irgendwie was. Sogar wenn wir, geil, wenn wir das noch komplett voll super. Bekommen, wenn wir noch eine zweite Nurse bekommen und alles. Das wäre dann episch. Also was wirklich episch wäre, wenn dann alle genau gegenüber sind. Also das, was weiß ich. zum Beispiel dieser Merchant ist ganz unten und der ist dann links auch ganz genau. Unten, ne? Ja, Mann, das genau. Ist geil. Aber dann braucht man einen zweiten Guide. Wie, was? Nein, lassen wir es lieber. Da müsste ein zweiter Guide kommen und das will ich nicht. Bah, sick. Wie wir einfach Moment, nur wir Guide haben oben machen. Noch 4, ne? 4 Tische, 4 Stühle und dann habe ich noch einen Stuhl, habe ich noch. Das heißt... So, jetzt habe ich 2, das ist wieder für einen Moment 7 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe dir mal die Fackeln zugesteckt. 3, 4, 5, 6, 7. So. Sollte jetzt eigentlich. Wo soll ich eigentlich die normale Chest hinbauen? Die hier? Die normale Chest? Ja, genau, baue sie da hin. Einfach links, guck doch mal links unterm Bett. Ah, ja, okay. Da ist noch Platz für normale Chests. Verdammt. Die Verbindung hier oben ist irgendwie total sinnlos, aber ich glaube, das ändern wir noch. Die Verbindung hier oben hauen wir, glaube ich, wieder raus. Wieso? Ich weiß nicht, gefällt mir nicht so gut. Ja, wir können ja dann hier in der Mitte noch mal ein Haus draufbauen. Oder so ein Schloss oder irgendwie sowas. Klar, wir bauen da noch mehr Hotelzimmer. Fail. Moment, erstmal... Doch, mir gefällt das. Dann wird halt das einfach stumpf der Dachboden. Mit ein paar so... Jetzt habe ich eine Idee. Das wären jetzt Funst, das ist episch. Was denn? Haben wir noch Betten? Wir brauchen nämlich auch noch 7 Betten. Ja, Betten haben wir noch. Ich nehme sie dir einfach mit. Pass auf. Guck mal, Tim, das wird halt dann einfach der Dachboden. Warte. Mit so ein bisschen Silk an den Wänden. Warte. Ey, das hast du jetzt nicht. Ey, das sieht geil aus, ohne Scheiß. Ohne Witz, so müsstest du das überall so ein bisschen hinmachen. Auch so an der Decke und so, manchmal so 2 Stück so zwischendrin. Nein, das ist ein Penis. Fail. Fuck. Aber das sieht doch episch aus. So ein bisschen der versiffte Dachboden. Du hast da oben einen Stuhl übersehen mitzunehmen. Echt?
Ich habe mich schon gefragt, wie es sein kann, dass ich 13 Stühle habe. Oh, du hast mir sogar direkt die Candles gegeben. Ja. Oh, Stuhl. Guck mal, ich bin der Nachtwächter, guck. Aber das sieht doch episch aus mit den Spinnweben an den Wänden. Ohne Witz. Musst du noch bei Guide ins Zimmer. Da macht die Putzfrau nie sauber, der ist unwichtig. Wir einfach alle nur Guide hassen. Episch. Vor allem, ich baue hier schon alles rein, so Tische und Stühle und so, und dabei sind hier noch gar keine Wände drinne. Ja, ich bin auch episch. Ich will einen Ofen am Ofen machen. Ja, so geht's natürlich auch. Das wäre natürlich auch, da habe ich mich immer gefragt, bei Minecraft, das wäre doch auch mal geil. Du machst ja bei Minecraft einen Ofen aus Cobblestone, ne? Ja. Was auch mal geil wäre, wenn man einen Ofen aus Cleanstone machen würde. Also wenn man den Ofen nicht aus Cobblestone, sondern aus Cleanstone macht. Auf jeden Fall du hast nicht rein zufällig ein bisschen Holz für mich, 4 Stück? Nein, habe ich nicht, überhaupt nicht. So, dann baue ich was ab. Beeil dich, sonst nimmt meiner's wieder auf. Mach doch die Tür auf. Hä? Was braucht man alles für einen Ofen? Da braucht man ja nur Fackeln und Steine, oder? Nein. Aber man braucht auch Holz. Nein, man braucht eigentlich nur Steine, oder nicht? Nein. Puh, was braucht man für einen Ofen? Alter, wie verpeilt sind wir? Wieso habe ich eigentlich... Ah ja, stimmt. Wieso habe ich ja ein Bett dabei? Habe ich dir ein Bett zu wenig gegeben? Naja. Komm, das hier oben wird das... Hier, die. Gut. Wird das Gruselzimmer. Da kommen noch keine Fackeln rein. Hier ist alles kaputt in dem Zimmer, ne? Fackeln und sowas. Kommt hier nicht rein. Geil. Man schläft, man schläft mit. Man schläft so. Geht das nicht andersrum? Doch, eigentlich schon, aber ich bin so blöd, das zu platzieren. Du musst aber die. Wir machen erst das Bett und dann die Spinnweben dahin. Weil, dann machen wir die Spinnweben um das Bett herum, weißt du, was ich meine? Aber wenn, dann müsstest du... Warum sind die jetzt so viereckig? Ja, das meine ich ja. Wenn, dann müsstest Lass du mich. Einfach mal hier jetzt eins auslassen oder zwei. So kann das. Nee, warte, noch besser. Ich mach's noch kurz. Bisschen besser, Moment. Ja, so hätte ich ausgedacht. So ist das gut. Und dann... Ecke, Ecke, Ecke... Und ja, so ist doch gut. Und wir brauchen vielleicht noch, haben wir noch irgendwie, ich weiß nicht, eine andere Tür oder sowas. Ey, geil, guck mal, die Spinnenwebe. Guck mal da. Pass mal auf jetzt. Das ist falsch, oder? Ja, der ist falsch. Was? Nein, der war richtig. Nein, der war falsch. So ist er richtig. Wie hast du den denn gemacht? Eins zu weit links. Ach so. Also das sieht doch schon richtig geil aus alles. Das Gruselzimmer. Da musst du aber noch einen Tisch und einen Stuhl und zwei Stühle bitte bauen. Oder nee, Alter, bau einen Tisch und einen Stuhl. Für oben. Ja, dann gib mir Holz. Gib mir so 30, 40 Holz oder einen halben Stack oder ein Stack. Ich gehe dann sowieso gleich farmen. Ich nehme auch gleich Wooden Walls mit. Ich brauche aber noch Holz, deswegen kann ich dir jetzt auch nur so viel geben, wie du wirklich brauchst, weil... Ja, ich habe dann auch gleich Wooden Walls noch gebaut. Ich gebe dir einfach mal 40. Sollte reichen. Du hast mir nicht zugehört. Ich hätte auch gleich Wooden Walls mitgenommen. Ja, egal. Es leckt gerade bei mir wieder. Moment, ich mache nochmal kurz einen Angst-Cut. So. Ja, ich habe echt genau keinen Bock, dass es Async wird. Und mir ist es schon mal passiert, dass es Async wurde und ich die Folge dann in die Tonne treten konnte. Aber komm, da wollen wir ja, dass keiner raufgeht. Der Tisch ist schon zusammengebrochen. Wie das denn? Pass auf.
Lass mich ran, du machst da eine Workbench hin. Richtig. Woher wusstest du das? So. Und auch nur noch der Stuhl lebt. Es fehlt noch ein Ofen. Oder bekommt das ja, oberste Zimmer auch einen Ofen? Nein. Es bekommt nicht mal Licht. Oder es bekommt so ein... Oder es bekommt so ein Nacht-Dingens hier, weißt du, ich meine. So ein... Wie soll das sein? Soll der Stuhl hier sein? Nee, das soll ruhig oben ein bisschen unordentlicher aussehen. Ich meine, da hat dann seit Jahren keiner mehr gelebt da oben. Dann setze ich die aber wieder hin. Nee, nicht in die Mitte, genau. Das muss ein weiter links, das Spinnenweben-Dingen. Oder so. So ist gut. Das passt. Ja, mach's auf den Tisch. Das sieht doof aus. Warte. Ah, ich hätte es anders gemacht. So. Ich hätte es so gemacht. Mit dem Boomerang. Ja, egal. Bau oben noch einen hin. So, jetzt ist perfekt das Zimmer. Na, ey, komm. Jetzt auf der anderen Seite nochmal. Gib mir die Spinnenweben wieder. Ich habe keine. Oh. Da müssen wir wieder Spinnenweben sammeln. Was du gesagt hast, wir haben Spinnenweben gebraucht und jetzt haben wir alle verbaut. Ja, ist ja egal, wir brauchen keine Spinnenweben. Wir machen doch nicht noch so ein Zimmer. Das andere ist einfach nur Dachboden. Das links ist so ein Zimmer, das ist so runtergekommen. Da war schon seit Jahren keiner mehr drin. Und das ist Geiz Zimmer. Ja, da wohnt Geiz drin. Irgendwie der Moppen. Ich bin gerade am Überlegen. Aber war doch eine schöne Idee mit dem Spinnweben an die Wand. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen musste. Erstmal muss ich natürlich noch Holzwände machen, das ist ja klar. Aber ja, ich muss auch noch Fenster reinmachen. Bekommt das obere Zimmer Fenster? Nö, ne? Nein. Guck mal bitte, ob ich rechts Fenster reingemacht habe auf den Dachboden. Jo. Ja, hast du. Ja, dann kommen. Dann machen wir die raus. Rechts bitte die Fenster entfernen dann. Jo. Ah, perfekt, du fängst schon mit den Wooden Walls an. Ich habe aber nicht so viele. Du warst ja zu knickrig mit dem Holz. Und ich habe auch kein Holz mehr da, also musst du die Fenster selbst rausmachen. So, meine Wooden Walls sind zu Ende. Ah, hat aber noch gereicht. Das obere Zimmer sieht sehr geil aus, echt. Weil jetzt, wenn wirklich wir dann einen normalen Tisch und einen normalen Stuhl reingemacht hätten, dann wäre da vielleicht noch einer zum Wohnen gekommen. Kommt so bestimmt auch noch. Glaube ich nicht, mach doch gleich die... Naja, ich bin gerade an... Ich habe noch eine bessere Idee, glaube ich. Was? Das könnte man aber, glaube ich, auf der anderen Seite nicht umsetzen. Pass mal auf. Hä? Ey, you know? Da ist mir... Moment, nee, es müsste so... Dann na so. Ja. Und dann, Moment. So. Und jetzt würde es passen, aber es ist nicht so gut. Nee, das Viereckige sieht besser aus. Ja. Mein Holz. Ja, jetzt darfst du das gerne auf. Was? Dafür musst du mir aber die ganzen Wooden Walls davon geben. Ich habe nämlich nur noch 97. Die reichen vielleicht noch für zwei Räume, wenn überhaupt. Ich mache aber nur... Wie viele soll ich machen? Mindestens 4 Stacks. Oder 3. 3 Stacks. Mach mal 3 komplette Stacks. Ich habe noch nicht mal einen. Jetzt habe ich einen gemacht.
Ja, ja, und 3 brauchen wir mindestens. Falls du dich erinnerst, wir haben letztes Mal 200 gebraucht für ein so ein Ding. Du musst aber sagen, du hast schon was vor, gemacht. Das waren jetzt aber 90. 90 alleine für 1,5 Räume. Da sagen wir einen Räumen, weil der andere schon zur Hälfte fertig war. Gib mal bitte jetzt die Hälfte von deinen Wooden Walls. Da, ich habe erst nur ein Stack gemacht. Ach so. Ich fange dann von unten an. Wie viele hast du denn jetzt noch? Ich habe jetzt noch... ja, 170. Ich dachte, du hast nur ein Stack gemacht. Wieso habe ich dann 250 von... also 248 von dir bekommen und du hattest selber auch noch so viele? Ja, weil ich insgesamt 2 Stacks, ein Stack für jeden habe ich gemacht. Ach so. Ich habe zwar gerade nicht so im Gefühl, dass noch irgendeiner hier hinkommen wird, aber ist doch egal. Doch, der Dings, der die Schüsse verkauft, müsste noch kommen. Stimmt, und wir hatten letztes Mal auch 2 Nurses. 2 Nurses, ja. Wir hatten 2 Merchants. Ja. Okay, ich gehe wieder welche machen aus dem Rest. Ja, 115 habe ich noch, das reicht nicht für alle. Ich mache einfach nochmal den kompletten Rest. Dann haben wir halt ein bisschen Wooden Walls mehr. Wir, guck mal, wir wollen auch in der Mitte das bestimmt auch noch komplett ausfüllen, oder nicht? Nee, das in der Mitte soll bleiben. Lass mal das aber irgendwie begehbar machen. Lass mal da einen Garten reinpflanzen, so einen Zen-Garten. Mit Wasser, mit so einem See und allem. Oder mit so einem Brunnen. Guck mal, wir füllen die rechte Seite komplett. Nee, obwohl, ich habe keine mehr. Ist leer. Ich mach den schon mal hier unten die Tür und gucke, ob alles stimmt. Du machst auch immer hier die Zwischenräume, ne? Ja. Die hier. Weil die habe ich nämlich auf der rechten Seite nachher übersehen und musste die alle noch machen. Genau die meine ich. Du meinst auch die mit da, wo die Fackeln sind? Ja, das habe ich alles gemacht. Mal gucken. Da ist hier noch da eine. Hast du eins. Ja. Da hatte ich keine mehr, glaube ich. Sieht doch schick aus. Geh mal hier lang und mach mal hier dazwischen immer. Dazwischen und guck, ob überall dazwischen alles zu ist. Ah. Da war einer. Siehst du, ich wusste es doch. Alles. So, das war's dann auch damit. Und jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt können wir das Let's Play beenden. So, das war's dann mit Let's Play Terraria. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich tritt dir gleich in die Eier. In die Eier. Ja, in die Eier. Oh, jetzt kommen wir von noch, mir aus. Brauchen, da habe ich auch ordentlich übersehen. Wir brauchen noch was ganz Wichtiges. Dirt Walls. Und Wasser müssen wir noch ja. holen. Wow, ich habe auch gerade FPS-Einbrüche. Es lag gerade. Die... Goldwände, der Hintergrund ist aber auf beiden Aquarien fertig, ne? Ja, der Hintergrund ist fertig. Wir brauchen nur noch die Dreckwände. Puh, hast du noch Holz? Ich brauche noch Holz. Ganz dringend jetzt. Nein. Scheiße. Ich hau mal rechts das Holz ab. Ja, das wird nämlich reichen. Nein. Obwohl, nee, ich laufe viel weiter nach rechts noch. Hier kann ich das nämlich abbauen, weil hier interessiert es eh keinen. Dann mach ich mal Dreckwände und mach den Garten fertig. Ich will wieder unseren Axthammer haben. Mit dem ja, man Bäume, Bäume mit 3 Schlägen kaputt macht. 3 Schläge. 3 waren's. Nee, 2 waren's. 3 waren's. 1, 2, 3 und dann war der Baum weg. Ja, das waren noch schöne Zeiten. Ah, schon fertig. Jo. So, und jetzt war ja noch, Moment. Da und da und da. Und mehr waren es nicht.
Sind die gestanden? Bist du sicher? Ja. Oh ja. Gefällt mir aber gut, dass die stehen. Weil man kann